Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Control. Mein Name ist Peter D. und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und wie ihr sehen könnt, oder wie vielleicht inzwischen erahnen konntet, ist dies mein neues Samstagabendprogramm. Ja, das heißt, jeden Samstag, nicht unbedingt abends, aber ich werde es abends zocken und dann am Samstag darauf raushauen, wieder so um die Mittagszeit, wie gewohnt bei mir. Habe ich mir vorgenommen, ich werde jetzt Control zocken, denn das ist ja sehr, sehr gut ankommen bei den Kritikern und bei diversen Let's Playern und Streamern und was weiß ich. Und mich hat es eh die ganze Zeit schon interessiert. Aber es war mir einfach zu teuer. Will ich jetzt nicht sagen, zu teuer. Es war eher ein recht vernünftiger Preis, würde ich sagen. Aber ich bin halt nicht so der fanatische Ego-Shooter-Fan oder Mystery-Gamer-Fan oder was auch immer. Ich bin ja doch eher mehr der Sandbox- und Survival-Game-Typ. Da es aber jetzt in Aktion war, um 19 Euro oder sowas, oder 25 Euro oder so, ich weiß jetzt gar nicht mehr, haben wir gedacht, pfeift drauf, ich hole mir das Spiel. Und ja, ich würde sagen, wir gehen es einfach gleich direkt an, ohne lang zu reden. Oh mein Gott. Helligkeit. Das passt. Ja, ja. Neues Spiel. Wie? Ist ein bestimmtes. Nee. Nicht mehr sichtbar ist und das in der Mitte kaum noch sichtbar. Ich würde mal sagen, das passt schon so. Dadurch, dass ich nur ein Video pro Woche rausbringe von dem Game, werden diese Folgen etwas länger. Also, ich rechne mal so mit einer Stunde circa. Je nachdem, wie das Speicherverhältnis natürlich ist, ob es ein Autosave gibt, ob ich manuell safen kann, ob ich irgendwo an einer bestimmten Stellen speichern kann, das sehen wir dann alles gleich. Ich habe das Spiel noch nicht gespielt, ich habe das Spiel auch noch nicht gestartet. Ich habe das, natürlich habe ich es gestartet, weil es rennt ja jetzt. Aber ich habe das Spiel auch noch nicht bei anderen beobachtet. Das heißt, ich habe wirklich absolut keine Ahnung, auf was ich mich da gerade einlasse. Und ja. Kurze Warnung. Das wird schräger als sonst. Okay. Ist leider so. Du hast mich gerufen. Und hier bin ich. Ja, aber ich sehe dich nicht. Du hast aber eine sexy Stimme. Ich weiß, ich habe dich manchmal ignoriert. Viel zu oft. Ich bin immer froh, von dir zu hören. Ich hoffe eben... immer wieder. Und wurde dabei so oft enttäuscht. Habe nichts gefunden. Es ist, als lebten wir in einem Raum mit einem Poster an der Wand. Wir starren das Poster an und denken, das ist die ganze Welt. Der Raum. Das Poster. Das Bild ist schön. Eine Landschaft, eine Berühmtheit. Wie in diesem Film. Diesem Gefängnisfilm. Wie ist er noch gleich? Der Raum ist unsere Zelle. Und das Bild. Es ist für alle anders. Ob schön, hässlich, grausig oder traurig. Es fesselt uns alle. Doch es ist eine Lüge. Es lenkt uns von der Wahrheit ab. Sie belügen uns. Wir belügen uns selbst. Der Raum ist nicht die Welt. Die Welt ist viel größer und viel verrückter. Ein verborgenes Loch hinter dem Poster führt in die echte Welt. Wir fühlen uns in unserem Raum sicher. Aber manchmal kriecht etwas hinter dem Poster hervor. Und die, die es sehen, flippen aus und versuchen alles, um es wieder zu vergessen. Ich bin hier. Warum hast du mich hergebracht?
da jemand? Okay. Gut, also ich muss mal sagen, schaut schon verdammt gut aus. Auch wenn das jetzt noch kein Raytracing ist, weil wir noch immer auf der Xbox One X sind. Am PC funktioniert das Ganze ja schon mit Raytracing. Darum leuchtet das. Okay, machen wir mal da, was er sagt. Linker Stick bewegen, rechter Stick Kamera. Okay. Typische Third-Person-Perspektive. Gehen wir mal da hin. Ah, ich habe gepiepst. Schriftwerk. Sammelobjekte. Erinnerung. Okay. Unerlaubte Waffen, Pager, Laptops, Schabes. Smarte Uhren, smarte Phones, smarte Spielgeräte. Alles andere, was smart ist. Bleistifte, HB, okay. Eine Erinnerung wahrscheinlich für den Typen, der da arbeiten sollte, was alles in die Körbe hineingepackt wird, beziehungsweise was nicht erlaubt ist. So, piep, piep. Ich frage mich, warum ich piepse. Wahrscheinlich wegen der coolen Lederjacke mit den ganzen Metall-Zipverschlüssen und was weiß ich, alles mögliche. Ist mir aber jetzt egal. Ich glaube, ich muss da hin. Kann ich da irgendwas machen? Nein. Die geht automatisch auf. Warum geht die automatisch auf? Internal Lockdown in Effect, okay. Hat wohl jemand zu laut niesen müssen. Es schaut echt schon gut aus. Man sieht da leicht so Partikeleffekte. Ich weiß nicht, ob man die jetzt bei YouTube auch noch gut sehen kann. Man sieht es, wenn man die Pflanzen anschaut. Es schaut schon sehr gut aus. Kein Wunder, warum das Spiel momentan auf dem PC, auf High-End-Maschinen mit Raytracing als Referenz hergenommen wird. Mhm. Was gibt es hier Schönes? Ah, okay, grünes Hüpfen. X ist auf ihm. Forschung und Aufzeichnung. Ausgang der Behörde. Na toll, typisch FBI, CIA, was auch immer, alles geschwärzt, alles uninteressant. Dieses Siegel, lange her, dass ich das gesehen habe, aber ich sehe es in meinen Träumen. Die redet ja gar nicht. Ich glaube, wir hören ihre Gedanken. Okay, Kameras verfolgen mich, das finde ich ziemlich cool. Okay, das ist echt cool. Linker Stick draufdrücken zum Sprinten. Wie normal, ich finde die Spiegeleffekte hier an dem Holz so schön, dass man das Licht sieht. Okay, das ist Sprinten. Kamera geht auch ein bisschen weiter weg beim Sprinten. Das ist auch cool. So, was gibt's hier? WC? Jupp. Nachbar-WC gibt's nichts. Geht da die Tür auf? Tatsache. Wie geil. Kann ich mir die Hände waschen? Nee? Was ist denn das für ein Blödsinn? Wir sind in Lockdown. Wir müssen Hände waschen. Okay. Gehen wir einfach weiter. Federal Bureau of Control. Jahrelang habe ich die gesucht. Und hier sind sie. Direkt vor meinen Augen. Federal Bureau of Control. So. Typisch ich, in meiner Manier wollte er jetzt irgendwie mich ducken und da unten durchkraxeln, aber es ist ja Glas. Okay. Gehen wir weiter. Schaut schräg aus, alles so verlassen. Boah, bin ich da gerade durch eine Lack durch? Hey, klingt das geil. Okay, gehen wir einfach weiter. Da hinten liegt was. Sammelobjekt. Sicherheitsanordnung.
Ein Hai in seinem, obwohl sichere Genehmigungen zu, nach einfachem Protokoll erschießen. Viel Glück. Ja, interessant, solche Briefe zu lesen, die zur Hälfte ausgeschwärzt sind. Ich höre da was. Ah, okay. Ich mache diese fällig. Ich will hier ein Spiel spielen, kein Buch lesen. So, ich höre da irgendwas. Das klingt so für mich typisch nach Reinigungskraft. Hallo? Hey, Entschuldigung. Da bist du. Du bist wegen des Jobs hier. Hausmeisterassistentin. Du musst zum Vorstellungsgespräch. Nimm den Aufzug. Da drüben. Danke. Aufzug da lang. Alles klar. Sehr gut. Ich bin Achti, der Hausmeister. Du arbeitest für mich. Du kannst sagen, ich habe dich geschickt. Wenn sie dich nicht einstellen, es gibt Arbeit für die Axt. Nimm sie hinter die Sauna. Ich habe genug Nachtschichten geschoben, um zu wissen, dass man dabei seltsam wirken kann. Aber für mich hat Arti ein freundliches Gesicht. Besser als jemand ohne Gesicht. Stell dir vor, ohne Gesicht. Und weiter geht's. Aber ich weiß schon, was du denkst. Wenn es hier einen Axtmörder gibt, ist er es. Ich denke eher, wieso kann der meine Gedanken hören? Also ich habe mir das doch gedacht, oder? Okay, wir sollen zum Aufzug. Ich will aber nicht direkt zum Aufzug. Ich will zuerst nach hinten. Achso, ich bin jetzt schon wieder im selben Stock. Ich bin jetzt nur im Kreis gelaufen. Was? Moment. Da sind wir doch reingekommen. Dann sind wir raufgegangen. Hier kurz reingeschaut. Genau. Hier habe ich an der Kante was hochgehoben. Da habe ich was aufgehoben. Da hängt jetzt auch ein anderes Bild. Dann bin ich aber hier rechts abgebogen. Hier rein. Und komme jetzt hier raus. Im selben Stock. Oder es ist vielleicht die andere Seite des Gebäudes. Ist natürlich auch möglich. Puh, spooky. Okay. Dringe tief in die Behörde vor. Na, dann machen wir das einmal. Meine Zelle und das Poster. Ich war 11, als ich erstmals hinter das Poster blickte. Sie sagten, ich hätte es mir eingebildet. Seitdem habe ich versucht, es herunterzureißen. Hilfst du mir? Ich versuche mein Bestes.
cooler Scheiß. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber da war irgendwie so ein Plan von einem Stockwerk zu sehen. Du weißt, woran ich denke. An meinen kleinen Bruder, Dylan. Vor 17 Jahren hat die Behörde ihn geschnappt. Okay, kleiner Bruder wurde geschnappt. Da war ein Plan kurz zu sehen von einem, ja, Grundriss von einem Stockwerk oder so, und der hat sich verändert. Also, ich glaube, ich habe da schon die Vermutung, dass sich da irgendwas tut. Director's Office, okay. Da ist was zum Tun. Es ist rot und ich kann nicht rein, okay. Schauen wir hier nach. Was haben wir da? Verfassung für die öffentliche bestimmte Materialung. Okay. Für Öffentlichkeit. Für die öffentliche. Deutsch, hallo. Folgende Richtlinie mit den Todesmeldungen im Zusammenhang mit dem Willow AWE verfassen. Im Dienste ihres seines Landes bedauern, stolz sein, wird nicht vergessen. Zum Vermeiden. Alaska, Schere. Blut, Verlust, Entschuldigung, Verzeihung. Okay. Ich sehe hier auch Missionen. Das ist ziemlich cool, dass man hier sieht, die Quests quasi. Jesse Faden kommt im ältesten Haus an, dem Hauptquartier des Federal Bureau of Control, um Antworten auf die Geheimnisse ihrer Kindheit zu finden. Federal Bureau of Control. Die legen schon Akten an, obwohl ich noch gar nicht mit irgendwem geredet habe. Achso, im Hausmeister. Okay. Also die Sirene geht mir ein bisschen am Nerv jetzt schon. Kann ich die ausschalten? Wirkt nicht so, okay. Dann muss ich das jetzt mal da unangetastet lassen. Ups, jetzt fallen da die ganzen Stangen runter. Das war nicht beabsichtigt. Stangen, Kisten. So. Natürlich war ich jetzt auch wieder kurz von meinem Mobiltelefon abgelenkt. Das werde ich jetzt einfach auf stumm schalten. Es ist hier auch ganz schön finster in den Räumen. Also. Da liegt was, okay. Trench, bitte nicht stören. Ups. Ist da vielleicht die Axt, von der er geredet hat? Nein. Okay. Untersuche den Lärm in. Okay, Director's Office. Shit. Nee. Shit. Ich soll sie aufheben, die Mordwaffe? Echt? Ah, okay, jetzt habe ich eine Karte. Hier suchte, droht mit so einem Was ist das da hinten? Die Tür glitscht irgendwie. Aber ich glaube, das ist gewollt. Man sieht hier auch immer wieder so. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann, aber es wirkt so wie dieser optische Tornado, der am Anfang im Hauptmenü war.
Ganz leichte Schimmer davon sieht man. Ja, je näher ich der Waffe komme. Wow, also wenn du dir die gegeben hast, während du gesessen bist, dann hat die einen ganz schönen Wumms. Aber ja. Und das war's mit dem Poster. Objekte der Macht sind entweder Ergebnis oder Ursache von AVI, gewandelten Weltereignissen, Störungen unserer vermeintlichen Realität. So. Die Amtswaffe kann man natürlich als Musterbeispiel ansehen. Für ein ODM, und zwar ein sehr mächtiges. Teil der DNA der Behörde, zentrale Komponente im Primärkandidatenprogramm. Wer dieses russische Roulette überlebt hat, der hat gewonnen. Oh mein Gott. Ja, das ist eine gute Frage. Wo bin ich? Folge den Anweisungen des Rats, um die Astralebene-Herausforderung abzuschließen. Okay. Kaugummi, Polaroid. Alles, nichts davon. Das sind Konzepte, Tattoos, was? Die Amtswaffe. Und dem da, okay, ja. Okay, du kannst klettern, du bist cool. Ah, und ich bin schon tot. Na, da stand man ganz hinten. Verdammte Kacke, okay. Zumindest keine lange Ladezeit, das ist schon mal sehr geil. Mit Y mache ich einen Psyche-Schlag, okay. Wow. Dieselbe Waffe. Kontrolliere die Waffe, das Haus. Die Waffe zittert. Die kann sich verformen. Was ist aber das? Ist das Leben? Ich glaube, das ist Leben oder so, weil wenn man links unten schaut, mein Lebensbalken, der hat circa dieselbe Farbe. Also vermute ich mal, dass diese blauen Tropfen, Leuchten, Dinger da Leben sind. Amtswaffe abfeuern. Klingt wie eine normale Waffe. Und die ladet von selbst nach. Wie geil ist denn das? Okay. Okay, okay, okay. Ich sehe unten. Zack, und schon wieder nachladen. Die Amtswaffe regeneriert automatisch Munition, wenn sie nicht im Einsatz ist. Okay, wie cool ist denn das? Ich habe eine Waffe mit unendlich Muni. Ich habe das Spiel jetzt schon gern. Oh no, da kommt sicher irgendwas mit Deckung und so weiter. Okay, Headshots sind ihnen egal. Okay. Wow, wow, die schießt zurück. So haben wir aber nicht gewettet, mein Lieber. Okay.
dürfte tatsächlich Leben sein. So, und was jetzt? Gegner lassen Lebenselemente fallen. Okay, passt, Lebenselemente. Du schwingst, wir schwingen, die Waffe, dich. Der Rat setzt dich ein. Glückwunsch, Direktorin. Was? Da kommt etwas. Die Bedrohung. Ein Angriff. Pflicht als Direktorin. Die Behörde schützen. Hast du das was gehört? Das ist der Tote. Gleich nachdem die Pyramide zu mir sprach. Und es war nur Rauschen. Und ich habe jedes Wort verstanden. Und diese Waffe lebt. Weißt du was? Ich bin froh. Froh, hier zu sein. Tja. Also wenn du dich über das freust... Ist das sicher? Frage ich mich, worüber du dich nicht freust. So, Karte, schauen wir mal. Man kann auf der Karte anscheinend nicht zoomen. Ah, was habe ich denn da Cooles entdeckt? Man kann die Schulter wechseln. Das ist immer gut. Das ist immer gut. Okay, also man kann bei der Map nicht... Fuck. Ich glaube, die mischen da. Du darfst das nicht zulassen. Aufnahmen von der echten Schauspielerin rein. Alter, schaut das cool aus. Verdammt, habe ich da das... War ich das? Hey, das Spiel hat jetzt schon mal so viele Pluspunkte bei mir. Es ist ein schneller Third-Person-Shooter mit Sci-Fi-Kräften. Und das finde ich echt cool, dass das funktioniert, das hat man nicht sehr oft in Spielen. Also, ich meine, ja, natürlich, Zerstörung und so gibt es schon, ja, ist schon klar. Aber das ist so detailliert. Okay, komme ich da jetzt rein? Warum komme ich da nicht rein? Ich bin die Direktorin, mach die scheiß Tür auf. Okay. Bewegen mich da irgendwie wieder zurück. Anscheinend hätte es dem Direktionsbüro, also im Direktorbüro, noch einen anderen Weg geben. Den habe ich aber nicht gesehen. Genau hinter diesem Ding hier müsste eine Türe sein. Okay. Ich vermute mal, da kommen wir später sicher wieder her. Dann kommen wir hier später auch wieder vorbei. Okay. Verdammt. Die Hotline. Was? Ein sicherer Kommunikationsweg. Anweisung. Zur Hotline. Die Hotline. Okay. Oh. Okay, so weit reicht das Zeugs nicht. Alter Schwede, ist das... Oh, da drüben.
Ah. Hey, das schaut so cool aus. Ich kann mir nicht helfen. Was ist das? Zentrale Geschäftsstelle. Ich finde das cool, dass da wirklich in den Wänden die Verkleidung runterfällt. Das ist genial. Da hängen anscheinend ein paar Angestellte, die keinen Bock mehr gehabt haben. Da habe ich vorhin sogar, glaube ich, einen zerschossen. Es tut mir furchtbar leid. Was ist das? Da liegt was. Persönliche Modifikation. Was ist das? Energiewiederherstellung. Ah. Energiewiederherstellung. Das heißt, da wird wahrscheinlich meine Lebensenergie oder meine Waffenenergie wieder schneller hergestellt. Ich weiß nicht. Ich lege es einfach mal an. Anscheinend gibt es dann vielleicht später auch eine zweite Waffe. Von Slot her schaut es so aus. Sammelobjekte, habe ich einiges aufgesammelt. Foto vom Direktor. Amtswaffe, ODM1KE. Okay. Federal Bureau of Control. Barbara, ich darf nicht gestört werden. Bitte sagen Sie für heute meine gesamten Termine ab. Für die restliche Woche. Okay. Objekte der Macht? Objekte der Macht sind entweder Ergebnis oder Ursache. Ah, okay. Ja, das ist das Video, was wir vorher schon gesehen haben. Ich war jetzt gerade nur kurz ein bisschen verwirrt, weil ich zuletzt Star Wars Fallen Order gespielt habe. Da war ich jetzt natürlich kurz irritiert durch dieses Macht-Blabla. Ich möchte mich da jetzt aber überall umschauen. Ah, da hinten, ne? Genau, da liegt schon wieder was. Wenn Sie eine unvorhergesehene Raumverschiebung erleben, befolgen Sie diese einfachen Schritte. 1. Durchsuchen Sie den Raum nach gewandelten Objekten oder Objekten der Macht. 2. Tragen Sie dieses Objekt in den nächsten sicheren Raum. 3. Warten Sie, bis die Mitarbeiter der Behörde Sie und das Objekt finden. Wenn sich keine derartigen Objekte in der Nähe befinden, dann erreichen Sie Ihren Vorgesetzten über die nächstgelegene Gegensprechanlage und warten auf weitere Anweisungen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wie nett und freundlich. Okay. Ich frage mich, wo die Putze ist, also der Hausmeister. Protokoll des Meetings der Geschäftsleitung, okay. Ich glaube, das, was ich da höre, sind diese Schwebenden. Die haben alle in S in die Augen geschaut oder ins Maul. Jetzt können sie fliegen. Oh mein Gott, da ist das Klopapier runtergefallen. Wie cool ist denn das? Okay. Von da bin ich gekommen. Da oben liegt was. Seht ihr das? Sicher irgendein Sammelobjekt. Maximum Capacity 6 Persons. Shelter. Okay. Ja, das nenne ich mal eine Bunkertüre. Watch your step. Was ist das jetzt? Sammelobjekte wieder. Nur für Marshall bestimmt. Okay. Für the Bureau of Control. Kosten der AWE-Einsätze. Wahrscheinlich ehrlich. Immer geht es nur ums Geld, ist ja klar. Das kennen wir schon, das haben wir jetzt gehört.
Und das ist so eine Kiste. Material, Hauserringe, was? Gegenstände. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen kann. Materialien, Konzeptmaterial, nicht definierte Werte und Hauserinnerung. Okay. Was? Da hinten liegt was. Das werde ich mir jetzt mal wiederholen und anschauen. Ich würde den gleich Akte, Schriftverkehr, Abendessen, Reservierung. Wir haben da schon wieder Firmenkosten sich dem Magen vollgeschlagen. Reservierung für Abendessen um 19 Uhr bei Jess Ambre. Ambre? Keine Ahnung. Eva trifft sie dort. Okay, ja, eh klar. Da geht der Chef wieder mit der Frau essen auf Firmenkosten. Oder in dem Fall sogar Steuerzahlerkosten. Noch schlimmer. Alter Schwede. Okay, aber wo geht's jetzt weiter? Karte. Ich sollte mich da rechts vielleicht halten. Wow. Ich bin so ein Viech. Ich berühre den Schreibtisch und den Harz weg. Okay. Genau, da bin ich noch nicht durchgegangen. Oh shit, da ist schon wieder rot. Oh, Kacke. Zentrale Geschäftsleitung. Was sagt die Karte? Ja, okay. Suche Evaluation. Ist das zwischen deinen Feinden? Hat sich geheißen, wenn das Ding da ist, dann ist irgendwo in der Nähe etwas. Es gräbt sich in dich wie eine nervige Melodie, die man nicht aufhalten kann. Es ist so. Alter, wie schräg ist denn das Game? Aber cool. Warum läuft der Computer? Ich lasse das Radio mal rennen. Coole Scheiben. Die Pyramide. Okay, sie geht in Deckung, das ist schon mal cool. Komme ich da drüber? Ich will da nicht unbedingt runterhüpfen, weil ich habe Angst, dass ich da nicht mehr zurückkomme. Hey, es ist so verwirrend, das Game. Okay. Laut Karte geht es links hier weiter. Aber ich komme hier nicht weiter. Das heißt, die wollen wahrscheinlich, dass ich wirklich runterhüpfe. Tatsache. Oh shit. Thank you.
Irgendwo ist da noch einer. Ich habe da jetzt eine Menge Teile gekriegt. Ich möchte mir jetzt anschauen, was ich da alles gekriegt habe. Alter Schwede, Gegenstände, was ist denn das da? Schon wieder irgendwas Neues. Konzeptmaterial, versteckte Tendenz. Okay, von mir aus. Sammelobjekt, Schriftverkehr. Okay, drüber blättert. Wer ist jetzt nicht welches da? Forschung. Großstadtlegenden. Okay, da steht was über diese Materialien. Ah. Nicht wirklich was Hilfreiches. Was ist das? Ah, okay, da kriege ich mehr Lebensenergie und das ist dann wahrscheinlich wirklich für die Waffe. Kann ich... Oh no, ich kann es nur entweder oder. Oh shit. Okay, das heißt, die anderen Slots kriege ich erst später. Säubere den Kontrollpunkt. Ich schaue mich da jetzt trotzdem zuerst mal um, sorry. Was ist das? Warum schaut das Spiel so schräg und so geil gleichzeitig aus? Ja, dann machen wir das einfach. Plötzlich verwandelt sich wieder alles in normal, oder wie? Ja, voll cool. Heilige Scheiße. Du, wir haben es geschafft. Hallo? Können Sie mich hören? Gehören Sie zu uns? Zur Behörde? Sind Sie noch bei Verstand? Schnellreise-Outfits. Okay. Das heißt, das sind sowas wie Checkpoints, die gleichzeitig auch Speicherpoints sind. Ich komme gleich, ich möchte mich nur umschauen. Kann ich rauskommen? Ja, kannst. Aber wirst du wahrscheinlich nicht. Ja, stopp, was ist das? Ah, okay. Dachte, es wäre so eine Sammelkiste. Apropos Sammelkiste. Also, was ich da vorhin in der Lobby gesehen habe, war anscheinend wirklich so eine Sammelkiste, die da oben gestanden ist. Das heißt, wir können wahrscheinlich irgendwann richtig geil klettern oder so. Was bin ich wohl, mit jemandem zu reden, der noch bei Verstand ist? Ganz meinerseits. Ich bin Pope, Emily Pope, Dr. Darlings Assistentin. Ich bin dran. Soll ich lügen? Jesse Faden. Nur zu Besuch hier. Ich hätte lügen sollen. Oh shit! Sie sind die neue Direktorin! Moment! Was? Wir kommen raus! Die sehen mich schon als die Direktorin an, das ist okay. Und woher wissen die das überhaupt? Direktorin Faden? Nennt mich Jessie. Okay, Jessie. Was haben die da für ein Brustgeschirr auf? Also irgendwie hat diese feindselige Macht dieses Zischen? Genau. Irgendwie konnte es das Gebäude ohne Vorwarnung infiltrieren. Und so schnell wurde der Name offiziell. Das Zischen. Wie einströmendes Giftgas. Wir sind komplett unter Quarantäne. Es ist überall und betrifft alle, die nicht von einem HAV und erstaunlicherweise auch von dir beschützt werden. Du bist die Direktorin und damit per Definition etwas Besonderes. Trench ist natürlich nicht mehr der Direktor. Ach, entschuldige, ich rede zu viel. Es ist einfach gerade alles ziemlich heftig. Trench ist tot. Erschossen. Ah. Ich fand seine Leiche.
und die Waffe. Sage ich ihr, dass es wie Selbstmord aussah? Die Amtswaffe. Außerdem, und ich weiß, das klingt verrückt, erscheint er mir. Sagt mir Dinge. Es ist schwer zu verstehen, aber er sagte, ich soll den Kontrollpunkt säubern, das Zischen vertreiben. Der ganze Raum veränderte sich. Das hast du gemacht? Und das Gebäude betreten, als es bereits unter Quarantäne stand, bevor du die neue Direktorin wurdest? Wie? Ich bin noch nicht bereit, dir das zu erzählen. Ein Hausmeister ließ mich rein. Irre! Das ist einfach unglaublich. Es ist... Ach, ich kann nicht mal... Ach, Jessie, ich habe 1 Million Fragen und du bestimmt 1 Million mehr. Wie zum Beispiel, kennst du meinen Bruder Dylan? Noch nicht. Aber da ist was, um das ich dich zuerst bitten muss. Wenn du einen Kontrollpunkt säubern kannst, kannst du vielleicht auch die vom Zischen Besessenen, also ja, die Infizierten, heilen. Wenn das möglich wäre, hätten wir ganz andere Optionen. Emily Pope. Ich kenne sie nicht, aber ich mag sie jetzt schon. Sie ist das genaue Gegenteil der anonymen Behörde, die ich dafür verantwortlich mache, was damals passierte. Das sind meistens die gefährlichsten. Ich kann mir ihre Behörde noch nicht trauen. Genau. Ja, ich versuch's. Ich rede natürlich für dich. Versuchen wir es gemeinsam. Das heißt, ich soll jetzt so einen Besessenen retten, oder was? Bist du dabei? Wir haben das Zischen ja schon mal vertrieben. Ich würde aber noch gern rein mich umschauen. Ah, kann ich eh. Sehr gut. Sammlerobjekt. Das war's. Gut. Dann tun wir da mal die schwebende Person retten. Sie fadet hinweg. Hat nicht geklappt. Das Zischen sitzt zu tief. Es ihnen herauszureißen, zerstört sie. Jessie, hier drüben. Wir brauchen einen Plan, Jessie. Ich kann sie nicht heilen. Ja, aber es war den Versuch wert. Danke, Direktorin. Jessie. Ich sage ihr, warum ich hier bin. Ich riskiere es. Also, vor 17 Jahren war die Behörde in einen Vorfall in meiner Heimatstadt Ordinary verwickelt. Sie kam und vertuschte dann alles. Ich suche diesen Ort hier bereits seit sehr langer Zeit. Das reicht. Vielleicht war es schon zu viel. Ich kann ihr noch nicht von Dylan und dem Rest erzählen. Ich habe von einem gewandelten Weltereignis gelesen, das mit Ordinary zu tun hatte. Du warst als Kind am Ground Zero? Das war eines der ganz Großen. Und vor meiner Zeit. Und streng geheim. Ich kann versuchen, alte Akten zu finden. Mein Boss Caspar Darling würde es wissen. Aber... Caspar Darling. Er wusste oder ahnte wohl, was passieren würde. Er brachte uns die HRV, Hadron-Resonanzverstärker. Ich denke, die haben einige von uns gerettet. Direktor Trench weiß natürlich auch alles. Trench. Der Geist oder was auch ist. Er erwähnte eine Hotline. Sagt, ich soll ihn finden. Das ist ein weiteres Objekt der Macht wie die Waffe. Ein altes Bakelit-Telefon. Eine direkte Verbindung zwischen dem Direktor und dem Rat. Vielleicht kann er dadurch deutlicher mit dir reden. Trench hat viele Jahre Erfahrung. Er könnte wissen, wie man das Zischen zerstören kann. Wo ist die Hotline?
Sie ist in der Kommunikationsabteilung hinter dem Postraum. Das ist Teil dieses Sektors. Deshalb ist es trotz Quarantäne für uns zugänglich. Wir öffnen die Tür für dich. Okay, das ist mein nächstes Ziel. Das ist Tomasis Abteilung. Er ist der Leiter der Kommunikation. Ich denke, er hatte keinen HRV. Er machte deutlich, dass er keinen tragen wollte. Pass auf dich auf. Man nennt mich die Direktorin. Aber das bin ich nicht. Ich bin nicht der Typ für sowas. Bin kein Anführer. Warum bin ich hier? Ich glaube, das weißt du schon. Ja, wegen meines Bruders. Aber es gibt auch andere Gründe. Ich sagte, ich suche Antworten, aber ich werde sie vielleicht nie verstehen. Ich suche keine Beweise. Das hier ist bereits mehr als genug. Egal, was sie mir all die Jahre erzählt haben, ich weiß jetzt, dass es wahr ist. Es war keine Einbildung. Ich will Teil dieser Welt sein. Doch was mir wirklich Angst macht, ist es endlich gefunden zu haben. Und zusehen zu müssen, wie das Zischen alles zerstört. Also frage, was immer du wissen willst. Es gibt keine dummen Fragen. Es gibt nur dumme Antworten. Die Tür ist direkt vor dem Sitzungszimmer an der Lobby. Sie sollte mittlerweile offen sein. Folge den Schildern zum Postraum. Durch ihn kommst du zur Hotline-Isolationskammer. Viel Glück, Jessie. Komm zurück, wenn du die Hotline hast. Danke, Emily. Okay. Und ich würde jetzt auch mal sagen, wir machen an der Stelle jetzt hier wieder Schluss. Wir sind so noch nicht ganz bei einer Stunde, aber knapp bei einer Stunde. Und ich weiß nicht, was ihr sagt, aber ich finde das Spiel mega genial. Es ist optisch ein Hingucker, es ist gameplay-technisch ein Wahnsinn. Und es ist komplett schizophren und krank. Also, was will ich mehr? Also, ja. Richtig geniales Game. Jetzt ist für mich natürlich nur die Frage, wie schaut das aus, wenn ich jetzt Spiel beende, ob ich dann wieder... es gibt einen Fotomodus. Echt jetzt? Jawohl. Typischen Instagram-Filter. Yay. Albtraum. Okay. Kein Filter natürlich. Aber ja, ich werde mich da jetzt noch ein bisschen mit dem Fotomodus spielen. Was das ganze Speichern angeht. Ich vermute mal, es hat jetzt hier gespeichert, weil wie ihr gesehen habt, die Quest Willkommen im ältesten Haus ist abgeschlossen. Schauen wir nochmal nach, sicherheitshalber. Missionen, ganz genau. Willkommen. Aktive Missionen, abgeschlossene Mission, willkommen im ältesten Haus, genau. Ich vermute mal, dass hier jetzt alles abgespeichert worden ist. Das heißt, wir werden das nächste Mal dann genau an dieser Stelle fortsetzen. Und ja, ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Wenn ja, schaltet nächste Woche einfach wieder ein. In diesem Sinne sage ich wie immer danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.